Jetzt. Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen heute zu einer neuen Folge. Und ja, heute geht es um das wohl geilste Auto oder das geilste Elektroauto von des Jahres 2018, was ich zumindest auf dem Papier gesehen habe. Und eins will ich noch vorweg sagen. Die nachfolgende Sendung ist für Petrolheads absolut nicht geeignet. Also schaltet besser gleich wieder ab, weil das bringt ja gar nichts, wenn ihr noch länger dran bleibt, weil es geht jetzt wirklich um das allergeilste Elektroauto des Jahres 2018. Heute geht es um ein Elektroauto eines Start-up-Unternehmens aus Russland, den Aviar R67, welches ein Replika eines Ford oder des Ford Mustangs von 1967 in der Fastback-Variante ist. Ja, jeder, der dieses Auto kennt, und sobald ich euch das Bild hier gleich zeige, wird sagen, ja geil, das Ding kennen wir doch. Ja, der Wagen basiert auf einem Aluminiumrahmen mit Kohlefaserverstärkung und ja, die klassischen Proportionen eines amerikanischen Coupés kombiniert mit modernem aerodynamischen Styling. Ja, der R67 ist ein zweisitziges Grand Touring Coupé mit charakteristischem und brutalem Aussehen. Das brutale Aussehen zeige ich euch gleich nochmal. Charakteristisch ist halt die typische Form des Ford Mustangs von 1967. Ja, jedoch kann man mit diesem Auto auch komfortabel in der Stadt oder auch über längere Strecken fahren. Und das Interieur ist so ein wenig an Tesla angelehnt, wobei nicht nur das Interieur. Wir wissen ja, dass Tesla seine Erfindung sozusagen freigegeben hat, seine Patente, dass da jeder drauf zugreifen kann und diese auch umsetzen kann. Und in diesem Auto finden wir doch einiges davon. Ja, und das Tolle an diesem Auto, man sieht es gerade auch im Interieur, es verknüpft halt die Moderne mit dem klassischen Charakter des Ford Mustangs. Ja, wenn wir weitergehen, finden wir im R67 unter anderem halt auch einen Autopiloten und das schlüssellose Öffnen, also einen schlüssellosen Entrance, also Einstieg in diesen Wagen, wo halt die typischen ja, Model X-Türgriffe herausfahren. Und womit man dann halt die Türen öffnen kann. Ja, das Fahrzeug verfügt über ein, ich muss jetzt zwischendurch immer mal ablesen, sorry, da sind so viele Informationen drin. Das Fahrzeug verfügt über einen 100 Kilowattstunden großen Akku, welcher zwei Elektromotoren jeweils einen an der Vorder- und Hinterachse antreiben und so den Strom für sage und schreibe 840 PS bzw. 618 Kilowatt liefert. Ja, damit die Kraft auch auf die Straße gebracht wird, verfügt der R67 vorne, und jetzt muss ich wirklich ablesen, über 245-40 R20 und hinten über 305-30 R40 Reifen. Jetzt wisst ihr halt, was das brutale Aussehen ausmacht, das sind diese Schlappen, die da hinten drauf sitzen. Ja, und warum braucht der Wagen? Das ist ja klar, wenn man 840 PS hat, möchte man die auch gerne irgendwie auf die Straße bringen und den Wagen in sage und schreibe 2,2 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigen. Die Höchstgeschwindigkeit wird sehr wahrscheinlich abgeriegelt sein bei 250 Stundenkilometer. Ja, damit das Auto nicht abhebt, verfügt es auch noch über Diffusor und Frontspoiler, die halt den Anpressdruck doch erheblich erhöhen sollen. Ja, daneben verfügt der Wagen noch über einen automatischen Heckspoiler, der ab einer Geschwindigkeit von 120 Stundenkilometer ausfährt und unter 80 Stundenkilometer wieder einfährt. Es sei denn, und jetzt hört ganz genau hin, der Fahrer wählt vom Sportmodus in den Race-Modus, denn da fährt der elektrische Spoiler sofort mit aus.
Ja, die Reichweite wird angegeben mit 507 Kilometer, was wiederum einen Durchschnittsverbrauch von 19,72 Kilowattstunden ergeben würde, sofern das halt alles realistisch ist. Das ist natürlich auch wieder nach welchen Wert wird da berechnet. Und gut, lassen wir es einfach mal sind. Papierwerte momentan, Originalbilder habe ich auch noch gar nicht gesehen. Das sind alles irgendwie so computeranimierte Bilder, die man momentan sieht. Aber ist ja egal. Das Fahrzeug hat ein Gesamtgewicht oder beziehungsweise Leergewicht von 2180 Kilogramm. Und ja, damit man die Fahrtstrecke auch gemütlich bewerkstelligen kann, verfügt das Fahrzeug noch über ein Luftfahrwerk, ein automatisches Luftfahrwerk, Entschuldigung, welches die Bodenfreiheit zwischen 119 und 192 mm automatisch regelt. So, ja, und für die Sensation hinter dem Lenkrad sorgt dann auch noch ein großes Panoramaglasdach. Das sieht wirklich richtig geil aus. Ja, hier sorgen auch zahlreiche Ausstattungsmerkmale wie Autopilot, Sensoren und Kameras rund um das Fahrzeug, ESP, AR oder ASR, also elektronisches Stabilitätsprogramm bzw. Anti-Schlupfregelung. Die Sprachsteuerung, Klimaanlage, 6 Airbags, LED-Beleuchtung, Wi-Fi und netzabhängiges Internet. Sprich, da wird man wahrscheinlich irgendwo eine SIM-Karte reinschieben können und hat damit Internet. Ja, Bluetooth und Bluetooth-Freisprecheinrichtung rundet das Ganze dann noch ab. Das hört sich jetzt so lapidar an, weil Tesla hat das ja sowieso, aber gut, andere haben es halt nicht. Die müssen es halt irgendwie noch mit angeben. So, weitere technische Daten sind jetzt hier mal einfach nochmal die Maße. Wir haben vorne eine Spur von 1661 mm, hinten von 1759 mm, eine Breite von 2079 mm, eine Länge von 4969 mm und ein Radstand von 2600 und, nee, Quatsch, 960 Millimeter. Jetzt habe ich eine Sache vergessen auszudrücken und da komme ich gleich nochmal wieder. Bis gleich dann sozusagen. Liebe Petrolheads, sofern ihr doch nicht abgeschaltet habt, habt ihr jetzt einmal Pech gehabt. Also Pech für Oskar sozusagen, weil jetzt kommt der absolute Knaller schlechthin. Dieses Fahrzeug verfügt nämlich auch für alle, die mit solchen Dingern auf Ohren rumlaufen und meinen, sie brauchen nur den ganzen Tag aufs Handy zu gucken, weder nach links oder rechts zu schauen. Ja, und hier muss ich nochmal ganz kurz aus dem Background sozusagen etwas aufsprechen, weil da habe ich mich versprochen, das Fahrzeug verfügt über ein Akustiksystem, was sozusagen als Fußgängerwarnsignal funktioniert. Es ist halt ein externes Soundsystem, welches die originalen Motor- und Auspuffgeräusche, also den Krach eines Ford Mustang Shelby GT500 wiedergibt. Würde mal sagen, jeder Petrolhead, der sonst irgendwie eine dicke, fette Karre mit V8, V12 oder sonst irgendwas, wie viel Liter Hubraum auch immer unterm Arsch hat und dennoch einen Akustiklautsprecher oder vielmehr Auspuff verbaut hat, der wird jetzt gerade sein Auto packen, sich unter den Arm klemmen und zur nächsten Schrottpresse fahren und das Ding einstampfen und die nächste Bestellung dann nach Russland schicken, weil der Sound eines Ford Mustang Shelby GT500 ist einfach nur Hammer, mega geil und da könnt ihr eure künstlich aufgeblasenen Teile vergessen. Und alle, die ihr mit solchen Dingern auf Ohren rumlauft, der Sound ist besser. Den solltet ihr euch reinziehen und mal die Augen aufmachen, wenn ihr im Verkehr seid. Ja, das soll es jetzt gewesen sein von dem wirklich mega geilsten Elektroauto des Jahres 2018, sofern es wirklich so gebaut wird und dieses Auto auch wirklich schon existiert, weil das, was man wirklich nur sieht, sind elektronisch hergestellte Bilder. Wenn das aber, was hier alles drin steht, was man so lesen kann, wenn das alles wahr wird, das ist der Traum von, schätze ich mal, 99% aller Petrolheads. Dieses Auto.
Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, wie auch immer. Ihr dürft übrigens wie immer den Kanal da unten abonnieren. Da gibt es so einen kleinen Abonnier-Button. Wenn ihr nochmal drauf drückt, danach kommt nämlich eine Glocke, damit ihr auch immer eins drauf kriegt, wenn die nächste Folge kommt. Da unten rechts dürft ihr mir dann noch einen Daumen rauf da lassen. Und ja, wie gesagt, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, schönen Tag, wie auch immer. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Scheiß die Wand an. Ist das ein geiles Auto?